Ja, hier sieht man nochmal das fertige Konstrukt der Window Farm mit dem Nährstoff, einmal mit der Nährflüssigkeit zugedeckt. Ganz wichtig, das habe ich hier mit Pappe gemacht. Die kann auch gut zugeschnitten werden. Ja, des Weiteren der Bewässerungsschlauch von 19 mm. Oben richtig befestigt und die Verteilungen hier nochmal. Die Ausgänge mit Silikonkleber zugeklebt und nachjustiert, so dass die Rohre wirklich über die Pflanzen ragen direkt. Die Flaschen wurden unterhalb auch noch mit Silikonkleber verdichtet, damit wirklich nichts rauskommen kann. Bei den Tomatenpflanzen hier nicht direkt über die Pflanzen, ihr wisst. Die Tomaten mögen kein Wasser auf den Blättern. Und unten genau nochmal justiert. Und mit Panzertape verdichtet, damit keine Helligkeit, kein Licht reinkommt. Ja, hier das gleiche nochmal in laufender Form, in aktiver Form. Die Pumpe ist angeschaltet. Hier auf der untersten Stufe sieht man Basilikum. Links etwas weniger, rechts etwas mehr. Auf der mittleren Stufe, wie gesagt, Tomaten. Nicht direkt auf die Blätter, sondern etwas daneben. Hier zum Beispiel auf dem Salbei, links daneben. Ganz oben etwas kleinere Pflanzen, die nicht so hoch wachsen wie Spinat, rechts und links.